Hi und willkommen. Mein Name ist Anibal P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Wir sind immer noch hier im Final Boss Dingen, nehme ich an. Und ja. Wir gehen mal hier weiter, ne? Roy. Weiß nicht. Wir könnten ja versuchen, gegen dieses eine Ding jetzt zu kämpfen, ne? Aber ich will das so weit hinauszögern wie möglich, weil ich will das so, wie ich mir das vorgestellt habe, für jeden hellen Gegner, sage ich mir jetzt mal, nenne ich das jetzt einfach so, tun wir ja jedes Mal, wenn wir einen hellen Gegner erledigen, dann wird der Block Fahrt ja schon wieder blockiert, ne? Und das heißt, wir können halt so lange weitermachen, bis keine dunklen Gegner mehr da sind oder so. Ich kann halt irgendwie schlecht erklären, aber warten wir erstmal, bis wir wieder im Dings sind. Ich spiele immer noch mein Mii natürlich. Tschüss. Ja, Roy. Roy kämpft nun mit. Cool. So, wir können den immer noch nicht erledigen. Okay, wir müssen irgendwas Böses hier kaputt hauen, ne? Ich tue halt hier wahrscheinlich voll irgendwie zu sehr darüber nachdenken. Wahrscheinlich ist das voll einfach oder so. Aber weiß nicht. Das sieht für mich irgendwie so aus, als muss das so gemacht werden. Wird schon gründlich machen, ne? Oh nee. What? Nein, nicht den Scheiß. Ich dachte, der wäre runtergefallen. Oh Gott. Ding in der Mitte, das tut sich gar nicht mehr aufbauen, weil die ganze Zeit kaputt geht, ey. Okay. Ja, gerade bin ich auch voll am Gewinn. Bist echt. Okay, mir weg mit dem Teil, ey. Ich mal an der Lampfrecken. Was ist das? Oh, ob das so gut war? Ja, super. Er wurde wahrscheinlich von jedem einzelnen Ding getroffen, aber willst du mich verarschen? Tschüss. Oh, diese Bombe gerade auf mich geflogen. Den haben wir auch noch nicht. Stimmt. Immer noch kein Weg. Dark Mind. Der Gegner reflektiert Geschosse, Stärke Feuer, Kampf auf Feueratem für Gegner. Da kann man ganz einfach erledigen. Entschuldigung. Ich habe nämlich Konter. Ich liebe es, wenn dieser Angriff trifft.
Okay, also sehr viel einfacher als gedacht. Gut. Thanatos von Kid Icarus Uprising. Riesenverwandlung für Gegner. Boom. Wenn du größer bist, kann ich dich nur noch besser treffen. Ah, wie du konntest. Boom. Zum Glück macht er diesen Rettungsmove immer random. So einfach so aus Langeweile. Ach. Das stimmt nicht mehr. Einige Charaktere sind echt nicht gut als öffnet sich immer noch nicht im Weg. Warum das denn nicht? Rogue the Bad. Das ist böse. Gut. Kann sein, dass ich hier schon wieder was vermasselt habe, ohne es wohl zu wissen, was, aber okay. Aber ich nehme an, wenn wir das gleiche halt auf der anderen Seite machen, dann öffnet sich irgendwie ein Weg zu den einen Typen, zur Kyra, ne? Also so nehme ich das irgendwie an. Einfach. Boom. Ich glaube, in diesem oder im nächsten Part könnte ich, ne, in diesem Part auf jeden Fall nicht, aber im nächsten oder übernächsten könnte halt schon was werden, ne? Da kann ich wieder dahin. Oh, da ist ein böser. Machen wir wieder einen guten Platt. Magnus. Also solange immer noch ein paar gut und böse übrig sind, sind eigentlich genauso, wie ich mir das vorstelle. Wollen wir langsam, der kommt. Und der hat super Rüstung. Bringt dir nicht viel. Was? Habe ich das Schwert irgendwie so nach vorne so ein bisschen geschubst oder was? Ding, 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 ding. Oh, oh. Ja. So muss das. So, Wissensbaum. Kann ich mir nichts leisten von. Da hier vielleicht. Frag mich, ob ich die überhaupt hier alle kaufen kann. Agile Landung. Was brauche ich eigentlich noch? Das hier? Ja, ne? Ja, agile Landung. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber wollen wir uns das. Ah nein, Sturm bei euch. Gut. Irgendwie keine Lust mehr gegen Bayonetta zu kämpfen. Ich kämpfe irgendwie viel zu oft gegen die in letzter Zeit. Also irgendwie voll unrealistisch, statt die in diesen. Okay. Was? Wie viele Rettungsdinger hat sie denn hier? Also irgendwie voll unrealistisch, statt die irgendwie mitkämpft. Kämpft ihr nicht gegen irgendwie Gegner, die irgendwie so groß sind wie ein ganzer Planet oder so? Also. Haben nur irgendwie so Szenen mal gesehen davon, aber ist ja nicht irgendwie so. Licht. Ne, umgekehrt. Ja,
ich mache mir halt jetzt so. Diesen will ich ja wissen, wie viele Gegner noch übrig sind, so allgemein. Sleeve. Ich werde mich für jeden hier den Geist ändern. Einer von zwei Hauptcharakteren aus Fire Emblem 4. So, wir müssen mal Fire Emblem 4 remaken, das ist ein richtig geiles Spiel. Ich habe schon gut angefangen mit Fire Emblem 2, also kann auch Fire Emblem 4 jetzt machen. Das ist absolut geil, das Spiel. Wo kommt ihr mal hier hin? Tschüss. Huh. Tschüss. Hab gesagt tschüss. Hab gesagt tschüss. Hab gesagt tschüss. Tschüss. Das gibt's jetzt nicht. So. Diesmal aber wirklich tschüss. Nur. Wenn ich immer beide auf verschiedenen Seiten wären, wäre das irgendwie angenehmer. Ah, Dreck. Dachte ich jetzt. Ja, gut, dass die ja noch so ein paar Level 1 und 2 Gegner hier im Weg stellen. Ja, da war Captain K. Rool. 4 Sterne, darauf habe ich keine Lust. Okay. Bist du für einer? Und die Hände tue ich mir natürlich auch noch bis zum Ende aufsparen. Die Hände. Bis zum Ende, versteht ihr? Was hat? Ich frage mich, ob wie in so ein Let's Play aussieht von so Leuten, die hier schon, weiß ich nicht, richtige Veteranen sind oder so. Die müssen ja auch irgendwie diesen Spielmodus mehr oder weniger spielen, mit Charaktere alle freizuschalten, nehme ich an, ne? Ich frage mich, wie so ein Let's Play bei denen aussehen würde, die einfach in den Kampf reingehen und irgendwie super Kombos und so was alles hier zeigen und dann eine Sekunde ist jeder Kampf vorbei. Ich glaube, die auch irgendwie da so ein paar Probleme haben mit einigen Gegnern. Ich meine jetzt hier so Leute, die so turniermäßig spielen oder so. Ich meine, die müssen ja auch die Charaktere irgendwie freischalten. Ja. Bewegungen nach dem Landen. Was soll das bedeuten? Sofortige Erholung, Bewegung nach den Landen. Keine Ahnung, gucken wir uns das. Ja, junge Samus, welcher irgendwie voll langweilig aussieht. Wenn er mich fragt. Da ist wieder. Okay. Der Gegner fällt langsamer. Ob das so gut ist. Daneben. Haben wir den seinen Smash-Angriff 1% mal abgezogen? Da. Tschüss. Junge Samus. Ich muss mal gleich zählen, wie viele Gegner übrig sind. Und bringen wir ihn auch hier. Bringen wir es auch hier hinter uns. Captain K. Rool. D
Spezial schon als Ausdauer-Smash, Kampfverlauf, Unsichtbarkeit für Gegner. Ja, Piraten sind normalerweise unsichtbar. Ich hab nicht gewusst. Au. Er ballert die ganze Zeit mit seiner Kanone rum, ne? Kampf hatten wir noch mal, da war halt so irgendein Trick gegen für. Na gut. Sagen wir es mit deiner Kanone. Oh, das ist so nervig, ey. Kannst dich auch nicht dagegen schützen oder irgend sowas. Oh. Schlitz. Und frustrant. Wir sind rausgeflogen, dann hier. Das ändern wir mal. Genau so habe ich das gemeint. Voll übertrieben ist das. Cool. So, ich habe so das Gefühl, dass wenn ich diese Hände erledige, dass ich mehr Punkte kriege für die bestimmte Seite, ne? Nehme ich jetzt mal so an. Also machen wir erstmal den anderen fertig. Dann machen wir erstmal so weiter. Shibirobo, bitte sag auch einfach. Ach, Energie Energieangriffe. Ach. Ich erkläre so am Ende, was meine Strategie ist, aber ich glaube, das müsste so aufgehen, ne? Wenn ich natürlich nicht weiß, nicht, ob es mehrere Enden gibt. Ich nehme es jetzt einfach mal an, halt, weil mir die Auswahl ja, weil man mir die Auswahl gab. Ich nehme mal, das ist so, und ich hoffe, ich kriege das alles in einen Playthrough. Also ich hole erst halt ein Ende, dann kann ich mir ein anderes Ende holen oder so. So in dem Sinne, weil sonst müsste ich ja den ganzen Abenteuer muss noch mal neu spielen. Was ich mir vorstellen kann, ist bestimmt nicht so. Ja, haben die bestimmt nicht so programmiert, oder? Ich habe noch zwei schwarze. So, so habe ich mir halt dann vorgestellt. Muss jetzt sehr oder so gegen den kämpfen, nehme ich mal an. Er ist natürlich wieder voll. Na komm. Dann versuchen wir halt ein Ding hier zu erledigen. Oder? Ah, den Kampf erinnere ich noch halbwegs. Vergiftet. Mal geh doch mal weg von dem. Alter, was? Hey, die ist volle Möhre da reingerannt. Hey, gehst du weg? Danke. Na, schon wieder voll. Da sind noch so viele übrig, ey. Ich mach mal Crazy End kaputt, ne? Müsst ja auch irgendwie ein paar Punkte hier, sag ich mal, geben. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache.
Hi Crazy Hand. Was geht denn so bei dir? Kann ich dich auch vergiften? Ich kann nicht ausprobiert, aber ich glaube, das dürfte nicht gehen, ne? Mein Smash-Angriff um dich zu vergiften. Bist du denn, Mann? Boom. Konter. Ja, ich glaube nicht. So einfach. Boom. Boom. Ich gehe einfach kamikaze-mäßig da rein. So. Boom. Nicht verarschen. Komm, gefällt's her. Ja. Ja. Ein Lernjuwel. Warum? Was? Stärkung für die Kräfte des Lichts. Neue Kämpfer warten auf dich. Okay. Warte mal. Ist das Licht nicht gerade am Gewinnen? Was sieht der halt dunkle? Boah. Nein, Heilung, egal. Oh, Helfer Trophäen, Knuckles. Ja, Tails. Und Knuckles. Und diese Meme. Man hängt einfach nur und Knuckles irgendwann an. Ich merke gerade erst, ich kämpfe gegen Fox. Wir haben mich so ausgeblendet, dass wir jetzt echt gegen Tails kämpfen. Ist schon wieder so nervig, weil wir noch zwei Gegner sind. Schon ist dann schon wieder viel zu nervig. Ha. Nein, lass mich meine Dings hier holen, meine Ultimate. Der lässt mich auch wieder nicht in Ruhe. Ey. Oh, ihr gerade mal. Oh. Ja, besser, ey. Ich habe gerade gesagt, auf geht's. Ja, okay, stimmt. Sonic ist ja auch deutsch. Deutschsprachig, ne? Hab die Knarre weggehauen. Schon wieder gleich hier. Was? Boah. Ich kann nichts machen. Boah. Blöde. Was das? Aber der ist gerade aus dem Boden gekommen. Oh.
Oh, ich will kontern gegen mich. Was? Oh. Oh. Ja, ist. Oh. Ich bin noch am Blocken, Mann. Boah, Junge. Boah, so, mein Gott. Blöder Dreck. War aber witzig. Ey, dann. Hey, was ist das, Mann? Mach doch mal ein bisschen Hype lang. Der Foxy geht mir auch so auf den Nüsse. Hey Junge, oh, das ist ja für ein Scheißdreck. Hm. Ich will ja weiterkommen. Ich will das Spiel heute ehrlich gesagt zu Ende bringen. Ich kann mich auf die anderen beiden Spiele konzentrieren, die ich gerade jetzt play. Boah, was? So, du bist schon mal weg. Jetzt komm du her. Was hat der schon wieder eine Knarre? Oh. Ich kriege den Spieler nicht getroffen hier. Also er spielt wie ein Competitive Fox, habe ich da gefühlt. Oh. Danke. Mein Gott, ey. Hätte ich noch nicht mal. Verstärkt Spezial oben. Wäre irgendwie gut, wenn dann irgendwie, wenn du weiter fliegen könntest oder irgendwie sowas. Ja, okay, da zählt er noch als mehrere. Sonst hätte ich jetzt schon wieder links bekommen hier. Punkte zurück. Hm. Okay. Ja, ist klar. Was? Kann mich sogar dagegen schütten. Kann mich auch drehen, ja. Ja, wolltest mich wieder graben, ne? Ich hab's gesehen. Boah.
hätte mich rauskauen. Willst du mich verarschen? Oder so eine Animation, als wenn man rausfliegt, ne? Hätte so wohl gern. Fuck. Dann kriegen wir den einen Kämpfer noch. So. Da oben ist immer noch offen, da ist noch ein dunkler Kämpfer übrig. Also, oh Gott. Aber die bezahlen einen starken Ultra Smash. Na gut. Bitte nur ein Gegner. Nein, zwei. Ich bin sowas von dran. Okay, jetzt aber. Ich glaube, kommt mir glaube ich auch bekannt vor. Geil. Komm sofort rein und mach den da. Macht irgendwie nervös, hat die mir direkt hinterher springen. Ey. Also ohne. Und direkt halt, ne? Wie echte Spiele halt. Boah, ich habe den so viele Angriffe hier rauen, ne? Die haben ja so wenig Schaden. Ich krieg das nicht auf der Reihe, ey. CPU, die cheatet doch, man. Ich dachte, meine wäre fertig. Da bist du. Oh nein, auch gut. Okay, der fliegt irgendwie jetzt schon aus. Suyak! Komm schon, was? Gut. Ah, schön. Mitra, gewährt 12%ige Chance auf kritische Treffer. Weiß auch nicht mal genau, wie hoch die sonst schon ist. Aber okay. So, das Palutena. Stimmen wir mal auch noch nicht. Gewinne den Kampf und befreie den Kämpfer. Wieder einen immer erst so später bewusst, ne? Ach, diesen Kämpfer, der habe ich auch noch nicht. Autsch. Okay. Wie immer auf das Schild direkt gehen, ne? Sobald das Schild auftaucht, die gehen immer sofort dahin. Schlitz, nein. Das bringt doch nichts, wenn der letzte Treffer nicht trifft. Das ist mir gerade nur 2% Schaden angerichtet mit dem Konter. Da will ich mir gerade nur ein. Ja, auch lieber deinen Schuss, anstatt irgendwie in Sicherheit zu sein vor mir. Okay. Oder oh, als Ding gezählt. Okay, das ist natürlich doof. Da wir haben jetzt nur noch einen dunklen Kämpfer. Ne? Eins. Den holen wir uns jetzt noch und kriegen hoffentlich Dingens wieder hier. Ich könnte auch die Hand hier erledigen, ne? Also die ja, dann kriegen wir halt noch mal mehr Punkte für Dunkelheit, ne? Weil da tauchen ja wieder neue Kämpfer auf, oder? Weil letztendlich wissen wir ja immer wieder
im Kreis laufen, ne? Ja, ich melde mal bei. Ich glaube, ich informiere mich mal ein bisschen, wie man das machen sollte. Ob es überhaupt so irgendwie abläuft oder so, aber mal schauen. Ja, komm. Langsam ist es nicht mehr so wichtig. Ja, Luftsprung plus 1. Die brauche ich nicht. Das gut. Aber wenn ich ein paar hier, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar und ciao.